So, neue Episode von Beantworte eure Mails. Ich will gar nicht groß reden, fangen wir einfach an. Hey, ich finde dein Let's Play echt gut, aber ich finde die Titel deiner Videos nicht so toll. Part 1. Saboteur, das finde ich besser. Hä? Das finde ich besser, weil dann die Leute nach Let's Plays suchen. Ja, Naja, German schreibe ich ja dazu, sag ich jetzt mal. Und wenn ich jetzt Let's Play dazu schreibe, keine Ahnung. Ich hab's in den Tags, in den Suchtags habe ich es drinne stehen, Let's Play. Oder mit und ohne Akustroph, also sollte man die Let's Plays trotzdem finden, auch wenn ich jetzt Walkthrough oder so dahin schreibe. Für mich ist ein Let's Play eigentlich eher so ein Spiel, was man mal kurz anspielt, aber nicht durchspielt. Ein Walkthrough hingegen, ja, durchspielen eben. So. Also wenn ich mal irgendein Spiel mache, man könnte theoretisch Dragon Age zum Beispiel als Let's Play sehen, aber mal sehen. Im Prinzip ist es ja egal. So, wie gesagt, ich habe alle Wörter in den Tags drin. Also man kann, wenn man jetzt nach Let's Play Saboteur sucht, findet man das unter anderem auch dann, denke ich mal. So, Ankunft. Bla bla bla, bla bla bla. Naja, ich mach's einfach trotzdem so. Ich finde das ganz cool. Wenn ich noch irgendwas dahinter schreibe, was ja vielleicht markant bei dem Video ist. So. Muss schon ein bisschen beeilen, nicht so große E-Mails schreiben, verdammt. So, hi, ich muss dich mal fragen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Let's Play und Playthrough? Let's Play, wie gesagt, ist, wenn man das Spiel, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, jeder sieht das anders, wenn man das Let's Play, also wenn das Spiel nicht durchspielt, sondern bloß meinetwegen ein, zwei Levels macht, um einen Vorgeschmack zu bekommen. Man könnte eine Demo zum Beispiel als Let's Play sehen oder eine Vollversion vom Spiel, die man aber nicht durchspielt, sondern bloß zwei, drei Levels zeigt, um vielleicht einen Anreiz zu geben, das Spiel selber zu spielen. Ein Walkthrough oder Playthrough ist für mich durchspielen ganz einfach, komplette Lösung. So, Frage geklärt. So, Saboteur, moin, hast einen coolen Channel. Sind deine Saboteur-Videos in der englischen Uncut-Version? Kann man die nicht auf Deutsch stellen? Ich glaube nicht. Also auf jeden Fall Englisch und Uncut. Und ich glaube, Deutsch, ich weiß nicht, aber ich spiele es auch lieber Englisch, weil bei Saboteur habe ich gemerkt, dass die deutsche Version ziemlich, naja, beschissene Stimmen hat. Von diesem Hauptcharakter zum Beispiel. Das ist richtig bescheuert. Ich spiele lieber englische Version. Ich weiß nicht, ob man sie auf Deutsch stellen kann. Keine Ahnung. Müsste ich gucken. Kann ich aber jetzt nicht machen, weil ich das Video gerade aufnehme. So, Dungeon Keeper. Hi Marcel, ich hab mir deine Dungeon Keeper Videos angeguckt und habe mir das Spiel jetzt auch gekauft. Nur leider komme ich mit der Dustbox nicht klar. Kannst du mir bitte erklären, wie du das gemacht hast? Ich bin langsam echt am Verzweifeln. Ja. Ich denke mal. Ja, wichtig bei der Dustbox ist, ich habe am Anfang auch nicht ganz durchgesehen, erstmal ein Laufwerk zu mounten, also ein virtuelles Laufwerk zu erstellen, wo man das Spiel dann installiert und auch spielen kann. Ich werde vielleicht versuchen, mal irgendwann ein Tutorial zu machen, aber ja, mal sehen, wenn ich mal Zeit habe, wenn ich mal Lust habe. Ist nicht ganz einfach mit der Dustbox, ist auch ein bisschen anders wie beim originalen DOS. Unter XP x64 läuft das Dungeon Keeper nicht, aber unter der 32-Bit-Version sollte es laufen. So. Ja, wie gesagt, eventuell mache ich ein Tutorial für die DOS-Box, aber fragt nicht wann. Das mache ich spontan dann. So. Frage wegen Copyright. Hey, sag mal, hast du keine Angst vor einer Klage wegen Copyright? Also, ich habe bis jetzt meine ersten Videos hochgeladen, nur weil ich. Was? Also ich habe bis jetzt auch meine ersten Videos hochgeladen, nur weiß ich nicht, ob ich sie drin lassen soll wegen ganzen Copyright-Zeug. Oder befinden wir uns in einer Grauzone? Copyright, meiner Meinung nach, sind sämtliche Sachen wie Bilder, Videos und Musik, die in dem Video zu sehen sind, wo man jetzt halt die Erlaubnis von dem Hersteller braucht. Ich denke mal, ein Spiel zu spielen ist, denke ich mal, kein Copyright, wenn man das Spiel jetzt nie an sich verbreitet, den geistigen Inhalt bzw. Quellcode. Wenn ich das Spiel jetzt zum Runterladen irgendwo anbieten würde, dann würde ich, denke ich mal, Copyright-Verletzung begehen. Sicherlich. Aber ich zeige ja bloß ein Video, sagen wir mal, und damit kann man ja nichts anfangen, damit ist derjenige ja nicht geschädigt, sage ich jetzt mal. Keine Ahnung, wie es gehandelt wird. Ich bin nicht der Einzige, der Let's Plays macht. Let's Plays werden schon seit Jahren gemacht und ich denke mal, bisher hat sich noch niemand da beschwert. So, löschen. Bei Bildern sehe ich das anders, bei Intros eventuell oder irgendwelcher Musik, die nebenbei abgespielt wird. Ja, Spielideen. Vielleicht kannst du mal ein Spiel der Gothic Reihe ausprobierst oder eins von der Elder Scrolls Reihe Morrowind Oblivion, auf jeden Fall etwas in die Richtung Rollenspiel.
Ja, Gothic 2 habe ich durchgespielt. Ich habe zurzeit Risen. Ich denke mal, das reicht erstmal. Es spielt sich sehr ähnlich wie Gothic 2. Ist wirklich. Man merkt, dass es dieselben Entwickler sind und dass die wieder ein bisschen zu ihrer alten Schiene zurückgefunden haben. Morrowind ist jetzt vielleicht nicht so bekannt, aber ist absolut mein Lieblings-RPG eigentlich. Extrem umfangreich, relativ gute Grafik. Man kann wirklich eine riesige Welt erforschen, etliche Zaubersprüche, Gegner, Plugins. Vor allen Dingen Plugins sind auch cool bei Morrowind, ebenfalls wie bei Oblivion. Wobei bei Oblivion hat mir natürlich die ganze Spielmechanik nicht mal so sehr gefallen, dieses Zufallselement da. Ja, als Beispiel jetzt zum Beispiel, dass man dann eben ab einer bestimmten Stufe sämtliche guten Gegenstände automatisch in massenweise findet. Das hat mir nicht so gefallen. Es gibt Plugins, die das ändern. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein Oblivion Let's Play, um mal ein paar Stunden zu spielen mit einigen Plugins drauf. Gibt sehr viele Grafik-Plugins, Textur-Plugins, Plugins, die Spielmechanik ändern, Items, Quests, alles Mögliche. Und vielleicht mache ich das mal, wenn ich Lust habe. Ja, Morrowind, keine Ahnung, ob ich das nochmal spiele. Das ist richtig lang, das Spiel. Wenn man wirklich alle Gilden machen will und die Hauptquests. Also, ich habe da stundenlang gebraucht. Ja. So, eventuell mal Oblivion mit Plugins. Aber im Original mag ich das Spiel überhaupt nicht. So, wollte ich mal liebe Grüße da lassen und mich für das WKLP, Walkthrough des Saboteur wahrscheinlich bedanken. War schon verzweifelt, wenn ich nicht weitergekommen bin. Zu deiner Frage aus dem Special, welches Game du spielen könntest, wollte ich Diablo 2 Add-on vorschlagen. YouTube gibt es fast nur unvollständige, was ist ein WK? Und wenn mal eins da ist, ohne Kommentar. Ja, könnte man mal machen. Diablo 2 ist da exzellent geeignet eigentlich dafür. Weil ja jedes Spiel anders ist, Zufallslevels und Zufallsitems und Gegner ist alles zufällig, bis auf die paar Quests. Und ich habe es damals sehr oft gespielt, richtig oft. Ich denke mal, dass es gar nicht so lange dauert, wenn man jetzt ein bisschen durchrennt. Könnte man irgendwann mal machen, wenn ich mal richtig Langeweile habe. Aber die nächsten Monate jetzt erstmal nicht, weil da kommen mehr als genug Spiele raus. Ja, aber definitiv auch ein schönes Spiel, sag ich mal, Diablo. So, Mass Effect 2 kommt Ende Januar. Eventuell kannst du das mal spielen. Nein, mag ich nicht. Ich bin nicht so der Fan von Zufallsspielen. Hier Zufalls. Zufall sag ich jetzt schon. So Science-Fiction-Spiele. Das mag ich nicht so. Eher so im Mittelalter so. Oder Fantasy. Oder Science-Fiction. Deus Ex war eine Ausnahme, aber. Ich kann mir Mass Effect, ich habe es noch nie gespielt, ich kann mir aber ehrlich gesagt da nichts Großes. Vorstellen, dass mir das gefallen könnte mit Aliens und mit Hightech und ich weiß es nicht. Vielleicht leihe ich es mir mal von irgendjemandem aus, wenn es mal einer hat oder so und spielt mal. Vielleicht bin ich falsch, aber es muss mich auch selber ein bisschen interessieren. Mass Effect, das reizt mich nicht wirklich im Moment. Ich zocke nebenbei Dragon Age Origins, ich denke mal, damit habe ich ebenfalls genug zu tun und mit Risen natürlich. Ja. Erstmal die beiden fertig machen und dann sehen wir weiter. So, Risen bin auf Teil 4 oder 5 zufällig gestoßen und fand es so geil, dass ich das ganze Let's Play in einem Duo geklickt habe. Seitdem gucke ich alle deine Let's Plays und wurde auch. Was? Und wurde auch. Du hast mich ein Stück dazu gebracht, selbst Let's Plays zu machen. Danke. Ja, cool. 155 Videos von Risen. Es werden irgendwann noch mehr werden, wenn meine Grafikkarte wieder da ist. Und ja, schönen Dank. Gut, dass es euch gefällt. Werd weitermachen mit Risen demnächst. So, Wolfenstein. Na, das war klar. Da bin ich mal im Urlaub. Was? Keine Ahnung. Kommen hier noch mehr? Oder habe ich dem geantwortet? Ah, keine Ahnung, was das war. So, hey, Guy, do you speak English? Yes, I do. Ja, den schreiben wir mal lieber, weil der das Video wahrscheinlich nicht guckt. I do. So. So, hatten wir das auch geklärt. Risen-Frage. Hallo, ich habe eine Frage. Hab gerade das Video von Risen gesehen, Part 54 im Spiel. Oh, das Hammer Game. Hammer geil. Aber ich hänge im Quest, wo Walter eine pa Pause. Wo Walter macht eine Pause. Mensch, schreibt mal ein bisschen besser, das ist schlimm. Weil durch Walter kann ich auch einfach abkassieren und wegen der Informationen. Kannst du mir weiterhelfen, wäre echt cool.
Ja, weiterhelfen. Am besten Videos gucken, sage ich immer. Ich bin bei Risen jetzt auch nicht unbedingt immer bei so Fragen aktuell auf der Höhe, was so Gegenstände angeht, wo man Gegenstände findet oder wenn man einen bestimmten Gegner findet. Ich habe das 3 Monate nicht gespielt. Ich muss mir selber erstmal wieder das aneignen dann. Ich denke mal, Google würde da sehr gut helfen bei einigen Fragen zu Risen. Und ja, einfach mal googeln. Mache ich auch immer, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme. Und ja, meine Zeit ist gleich wieder abgelaufen. Bedanke mich erstmal für die Mails. Ich habe noch mehr als genug Mails hier, die ich beantworten könnte. Ja, nächstes Mal geht's weiter mit der Mailbeantwortung und ja, bis zum nächsten Mal.